Nächstes Stock, immer noch normal Pyramideninneres mit einem ziemlich tiefen Fall. Bitten wir das... Oh, Jesus. Ach, Wasser. Okay. Huh. Ich dachte schon, Wasser nicht tief genug. Knack. God damn it, really. Hier sonst irgendwas Besonderes? Glaube nicht. Unter der Treppe, wer weiß. Vielleicht wartet da Alma auf mich. Das wäre nicht so nett von ihr. Sie hat mich schon oft genug traumatisiert. Oh, guck mal hier. Es wird hier plötzlich nicht mehr so wie aus glattem Stein geradeaus rausgehauen, sondern... Okay, hier doch. Aber in der anderen Seite wird es höhliger. Höhliger? Oh, nice. Da haben wir schon mal den nächsten Sockel und die nächste Tür. Hier geht's dann wohl weiter. Ins nächste Stockwerk. Gut zu wissen. Also direkt vom Eingangsraum aus. Ich weiß auch noch nicht, wie viel ich für euch von diesen Pyramidenrätseln rausschneiden werde. Von meinem Rumgerätsel. Bisher komme ich eigentlich ziemlich normal an einem Stück weiter. Bloß halt nur so Step by Step. Es gab bisher eigentlich keine Stelle, wo ich wirklich hängen geblieben bin, rätselmäßig. Nur es dauert halt einfach so lang. So. Was haben wir hier? Ah, langsam wird's interessant. Der Bereich ändert sich ein bisschen. Wir merken, wir kommen so langsam aber sicher in die tiefen Bereiche der Pyramide. Spektralform. Unsichtbarkeit will es mir etwas sagen. Und Krankheit heilen sammle ich immer brav ein, weil ich glaube, als ich in der Wüste war und zweimal hintereinander krank wurde, habe ich gemerkt, dass ich nur einen einzigen Trank hatte. Und jetzt immer wieder regelmäßig Gesundheits-, Genesungstränke heißen die natürlich. Warte. Hallo? Geht doch. Ich kann nur noch geradeaus springen. Oh, Jesus. Oh, Stacheln, alles klar. Aufpassen. Oh, Säulenrätsel. Das sind meine Lieblingsrätsel. Oh! Die beiden ersten lauschen, schleichen, spähen. Wenn man sie fängt, so ist's um sie geschehen. Sie machen in der mitternächtigen Stunde die Schreckensrunde. Der Sitz der Weisheit untertan dem Wahne der Narrheit nässt. Erschafft Gigantenplane. Hä? Die dritte Silbe, so die ersten tragen und nimmer wagen. Lass mal überlegen. Sagt mir jetzt erstmal nichts. Die vierte ist das... Also wir reden hier von Silben, haben wir schon gesehen. Das heißt, wir müssen uns die Silben erschließen. Die vierte ist das edelste der Wesen mit Geist begabt. Von Schöpfer auserlesen. Es bildet Herren, leidet Nationen, erobert Kronen. Aufs Ganze setzen wohl die ersten ihr Vertrauen. Doch pflegt man ihm die dritte öfters abzuhauen. Ah, jetzt wo ich mir alles in aller Ruhe durchgelesen hier habe... Würde ich sagen, relativ logisch, Räuberhauptmann. Pass auf, lass mich das hier auf den Räuberhauptmann beziehen. Weil wir reden ja von Silben, das heißt, die letzte Silbe macht bei den meisten Wörtern keinen Sinn. Ter, ger, nick, ger, herr, herr, ler, metz. Also Metz vielleicht noch und Mann. Aber vierte, edelste der Wesen mit Geist begabt von Schöpfer auserlesen. So, wenn man vielleicht so eher die religiöse Schöpfungsgeschichte ansieht. Ich weiß, die reden hier von einer anderen Schöpfung, aber ne. Der Mann, edelstes Wesen, bla bla bla, sexistisch und so weiter, ich weiß, aber wäre vielleicht eine Idee. So. Jetzt erobert Kronen, der gewöhnliche Mann, genau. Aufs Ganze setzen wohl die Ersten ihr Vertrauen, ne? Die Räuber vertrauen dem Typ, der an der Spitze steht. Doch pflegt man ihm die dritte öfters abzuhauen. Die dritte Silbe, also die ersten beiden sind ja Räuber, die dritte ist Haupt. Das Haupt haut ihm öfter ab. Macht Sinn. Der Herr, der Räuber, ne, der wird öfter mal gekillt, also Räuberhauptmann. Naja. Das war ein sehr cooles Rätsel, hat mir sehr gut gefallen. Hab nichts falsch gemacht. Aber gleichzeitig musste man schon so einiges drüber nachdenken. Sehr, sehr cool. Und nicht irgendwas total Unlogisches, Unlösbares. Das war sehr schön. Ja, ich fühle mich schlau. Oh, guck mal, da haben wir schon die zweite Schrifttafel. Ich könnte jetzt schon... Ich glaube, ich bin direkt den richtigen Weg abgebogen. Ich könnte jetzt schon den Rest der Pyramide überspringen.
Okay, hier können wir nicht raus. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo eine Säule für das Rätsel. Was war das für ein Geräusch? Es klang, als ob irgendjemand gerade einen Trank hergestellt hätte. Sink! Oh, okay. Hier ist auch nochmal ein Durchgang. Dafür braucht man in der Regel einen Knopf. Oh, ach, hier war ein Knopf. Siehst du mal. Wo bin ich hier? Ach, das ist mit den Stacheln. Okay. Lass aber erstmal die Story-Fortsetzung vom weiteren Schrifttafelteil lesen. Nein, das kennen wir schon. Nein, das kennen wir schon. Hier jetzt. So, weiter geht's. Lange baute man an der Pyramide und selbst mit Magie. Ausgeführt von den mächtigsten Zauberern in Mephalas Reich, brauchte man 45 Jahre, bis der Schlussstein gesetzt werden konnte. Jedoch, es war ein bitterer Tag, an dem dies geschah. Denn der König entschied sich im Alter von 123 Jahren, seinem Geschlecht und seinem gesamten Hofstaat ein Ende zu setzen. Denn ihm ward verwehrt geblieben, einen Nachkommen in die Welt zu setzen. Impotent? Weder Sohn noch Tochter wurden ihm während all der Jahre geboren. Er selbst erkannte darin den Zorn Mephalas und den Preis, den er für seinen Wahn hatte zahlen müssen. Am Tag der Schlusssteinlegung zog der ganze Hofstaat in die Pyramide ein und Halamlar selbst verschloss die Tür. Der König legte sich in seine Kammer, direkt unter der Spitze der Pyramide, am höchsten Punkt unter dem Himmel, zum Sterben nieder. Und sein Hofstaat tat es ihm gleich. Ich bin der Letzte hier und schreibe auf, was geschehen ist, um Mephalas Güte bittend und für das Ende der Zeit schreibend, falls es kommen möge. Und nun legt sich auch Elgard, der Schreiber des einzigen Meerkönigs, zur Ruhe. Mögen diese Mauern nie geöffnet und unser Leid nie entweiht werden. Ups! Tut mir leid! Also Elgard war der Schreiber. So. Ich habe das Gefühl, aber ich bin in diesem Stockwerk noch lange nicht alles abgelaufen, aber ich könnte jetzt schon bereits abdampfen. Warte, hier war ich vorhin. Da unten war noch eine Tür, eine verdeckte, aber die konnte ich nicht öffnen. Gut, weißt du was? Ich denke, wir sind hier relativ vollständig gewesen. Ja. Also zumindest die Gänge sind hier ziemlich alle deutlich. Ach so, nee, hier war der Durchgang, die Tür. Dann habe ich tatsächlich noch einen ganzen Bereich übersehen. Oh Jesus, beruhig dich. Eine Geisterurne. Alles klar, ich gehe mal lieber weg. Sonst passiert noch gleich was ganz Dummes. Ich gehe nochmal hier kurz durch, aus dem gleichen Grund, warum ich vorhin nochmal alles durchgegangen bin. Einfach für den Fall, dass es irgendwo einen Gegenstand geben sollte, den ich besser mal einsammeln sollte. Okay. Diese Mumie war vorher nicht da. Oh, ich habe den neuen Bereich gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wo ich anders abgebogen bin im Vergleich zu vorher. Sollte eigentlich genau gleich geblieben sein, aber doch nicht. Ah, ja, stimmt. Oh, Giftgas, sehr gut. Lass uns das hier auch kurz machen. Ich glaube, damit kommen wir in den gleichen Raum wie vorhin. Das waren einfach nur mehrere Möglichkeiten, wahrscheinlich zur Schrifttafel zu kommen, über zwei Gänge. Kaum ist der Vater geboren, hängt der Sohn schon am Dach. Was? Meister und Lehrling, Göttertränen, Gier und Raub, Mumien und Leinen, Feuer und Rauch, Hass und Liebe, Mauer und First. Feuer und Rauch würde ich spontan sagen. Ne, der Vater geboren, quasi die Flammen werden geboren und dann entsteht als nächstes der Rauch, sprich der Sohn schon am Dach, weil der Rauch aufsteigt, oben am Dach. Easy. Bisher gab es noch kein Rätsel, für das ich mehr als einen Versuch gebraucht habe. Bisher alles beim ersten Versuch schön geklappt, genau. Jetzt haben wir auch gesehen, wo die Tür hinführt. Dann wäre das auch abgehakt. Das war der Raum, von dem ich gerade eben geredet habe. Und dann... Ich mag es, wie schön schnell und geschäftlich wir hier durch die Rätsel gehen. Es gefällt mir sehr. Das hier gefällt mir jetzt nicht so sehr. Hüpp.
immer diese Geräusche, als ob irgendein Tor... Oh, oh. Als ob irgendein Tor zugehen würde. Boom! Hat's euch beide dahin gerafft? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich verspreche mir zwar keinen besonderen Loot hier, aber... Kann ja nie wissen. In diesen Uhren sind auch immer ganz praktische Sachen so drin. Ich meine, Telekinese, okay. Vor allem die Genesungstränke, weil... Wenn man nicht gerade in Alchemie-Superklasse ist, meinen Bogenschützen hier habe ich ja nicht in Alchemie trainiert bisher, nicht so wirklich zumindest, dann kann man sich auch nicht so schnell, glaube ich, Krankheitsheilungstränke einfach so nebenbei machen. Dafür muss man, soweit ich noch weiß, ein bisschen mehr zusammenschmeißen. Müsste ich aber eigentlich irgendwann mal machen. Irgendwann, dann machen wir Alchemie-Trainings-Streams und dann mache ich irgendwie 20 Streams hintereinander, wo wir nichts anderes machen, als die ganze Zeit nur Alchemie zu trainieren. Das wird dann schon alles gewesen sein. Wahrscheinlich ist super spannend. Oh, noch ein Totentaler, sehr gut. Noch ein Pilz. Ups. Blitzsturm, nice. Oh, Totentaler. Ups. In der Schriftrolle stand noch: Ich hoffe, dass dieser Ort nicht entweiht wird. Und ich mache genau das. Okay, perfekt. Diese Abzweigung erkenne ich wieder. Wir haben uns alles angeguckt, haben alles erfüllt. Hat sich gelohnt. 4 Totentaler noch gefunden und gleichzeitig noch viel anderen Kram. My body is ready. Für den nächsten Abschnitt der Pyramide. Drauf mit dir. Und ich nehme an, Elgath. Elgath. Genau, hier. Er war der Schreiber. Danach wurde gefragt und zack, nächster Bereich. Auf der Karte habe ich schon geguckt, das Stockwerk war komplett abgeschlossen. Oh shit. Guck mal hier, Grabkammer des Königs. Oh man. Lass mich nochmal hier kurz gucken. Einfach, ich habe so viel Paranoia, wenn ich nicht... Ich weiß nicht, habt ihr auch so Zwangsneurosen? Dass ich kann nicht Ruhe geben, wenn ich nicht die Karte nachgeguckt habe, kurz bevor ich in den nächsten Bereich reingehe und dann nochmal nachprüfe. Selbst wenn ich eigentlich gerade vorhin nachgeprüft habe und danach nur den gleichen Weg nochmal entlang laufe. Nope, ich muss mir das nochmal anschauen. Ich habe einfach Probleme. Dieses Zwangsverhalten. Mehr Leichen, noch mehr Leichen. Oh Mann. Bestimmt sollte ich sie eigentlich am besten ehren. Und was mache ich? Ich springe hoch, um zu gucken, ob sie irgendwelche Totentaler noch haben. Oh, leben beide noch. Du kommst auch gleich ums Eck, nehme ich an. Nein? Okay. Ich dachte, du würdest noch ums Eck gerannt kommen. Was haben wir hier? Ein massives Tor, eine uralte Säule. Ihr habt nichts, was hier passen würde. Passen? Ist hier irgendwo... Okay. Da scheint also so ein kleiner Einlass zu sein. Ich nehme an, da wird dann ein Edelstein oder so reinpassen. Mal sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sicher. Sicher oder nicht sicher? Sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Okay. Hohe Mumie. Oh, besonders großer Diamant. Sehr gut. Das waren dann wohl die beiden Sachen. Haben die einen Blumenkranz auf ihrem Kopf gehabt? Oh nee, das war eine Krone. Okay, tut mir leid. Ich wollte nicht die Autorität der Mumie untergraben, indem ich dachte, dass da ein Blumenkranz auf dem Kopf gewesen wäre. Ups! So. So, so. Schön groß, sehr gut. Bisschen entweihen, Reparaturhammer. Das war dann wohl der Baumeister hier. Noch irgendwas? Irgendwas, einer der Behältnisse oder irgendwie sowas? Nö. Das letzte Mal war ja in so einer Urne die Schrifttafel. Gut, aber die Urne stand auch alleine und sehr auffällig da. Okay, zack. Ach, da ist es. Und zack. Oh, shit. Guckt euch an, wie das aussieht. Grabkammer des Königs. Das riecht nach dem letzten Bereich. Ich weiß nicht, ob man sich darauf verlassen kann. Auf meinen Riecher. Aber meine Freunde, diesen Bereich machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich bin sehr gespannt. Einen kleinen Cliffhanger muss ich ja noch für euch haben. Und ich bin sehr gespannt, was uns in der Grabkammer des Königs erwarten wird. Sieht nicht aus, als ob es hier irgendwo einen Zipfel in einen weiteren Bereich gäbe.
Puh, sehr geil. Bisher finde ich die Rätsel sehr, sehr cool in der Pyramide. Viel besser, als ich es damals in Erinnerung hatte. Gut, damals habe ich nebenbei den Stream-Chat noch gleichzeitig gelesen und war immer wieder ein bisschen abgelenkt und konnte mich nicht hundertprozentig drauf konzentrieren. Jetzt, wo ich es kann, sehr nice. Nicht zu schwer, trotzdem anspruchsvoll die Rätsel. Macht mir sehr großen Spaß. Aber wir sehen uns erst das nächste Mal, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Wenn euch das Let's Play gefällt, freue ich mich sehr über ein Gefällt mir. Damit zeigt ihr mir, dass ihr möglichst schnell mehr von dem Projekt sehen wollt und ich weiß Bescheid. Ansonsten genießt euren restlichen verbleibenden Abend oder Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Pyramide im Grab des Königs.